Das SEAT Autohaus Brochno in Lavalde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Für den Oberlausitzer Rennstall Münich Motorsport aus Friedersdorf hat die Argentinien-Premiere bei der Tourenwagen-WM am vergangenen Wochenende wenig Zählbares gebracht. Der amtierende Weltmeister Rob Huff aus Großbritannien kam im ersten Lauf des Tages als Achter in die Top-10-Plätze und konnte immerhin 4 Punkte in der Fahrerwertung sammeln. Marc Bazin wurde 12. Teamchef René Münich 18. Im zweiten Rennen überquerte am Ende Münich als einziger seines Rennstalls auf Position 17 die Ziellinie. Rob Huff und Marc Bazin schieden vorzeitig aus. Anfang September will das Team aber wieder angreifen. Die 9. Saisonstation führt die Oberlausitzer in die USA, wo die Rennen 17 und 18 in Sonoma unter der Sonne Kaliforniens auf dem Programm stehen. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom SEAT Autohaus Brochno in Lavalde.